Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Starbound. Mit dabei der drummende Vogel, der quäkende Jack. Guten Tag. Servus. Ja, wir sind in einer weiteren Folge. Ich freue mich schon drauf. Und zwar ist es noch hell, lass uns schnell losgehen. Ja. Wir brauchen Holz. Ja, wieder die gleiche Richtung, genau. Ja. Müssen nur auf die Monster. Wir slashen jetzt die Monster ab. Also wir müssen zwar irgendwie auch irgendwann auf Jagd gehen. So. Und als weiter. Wir brauchen Bäume. Also Monster nur zum... Super, Jungs. Hier komme ich wieder nicht hoch. Nein. Ja, hier müssen wir uns durchgraben. Ich bin Idiot. Hallo, wartet auf mich. Der... Ja, wir müssen eh graben hier. Diese Hand-Augen-Tasten-Kombination da ist irgendwie ein bisschen... Hier ist eh Kohle, könnten wir gleich mitnehmen. Ja, mach mal einen Durchgang. Der Teamwork. Och, jetzt brauche ich schon wieder was zu futtern, also... Nee, echt? Ja, ich habe nur noch die Hälfte. Wolltest du nicht was backen? Das wolltest du machen. Ich hab schon was gebacken, ich kann dir ein paar Brote geben. Ja, nämlich Jack hat eine Einbauküche eingebaut, ohne Bescheid zu geben. Ist wieder in Unkosten gestürzt. Ja. Weißt du, das Haushaltskonto ist schon wieder völlig blank. So. Bäume! Moment. Die Sounds sind so geil. Ich hau die Axt raus und mit der Hand in der Hüfte hackt er den Baum um. Hammer. Achtung! Okay. Also trittet der wirklich. Oh, hier ist direkt Holzfäller. Wer hat die Kiste abgebaut? Welche Kiste? Da war Fleisch drin, aber da hat irgendjemand genommen. Ja. Ich habe eine Kiste abgebaut. Ja, dann da sind Sachen drin gewesen, das heißt, die hast du wahrscheinlich auch aufgenommen. Das kann gut sein, ja. Copper Ore, kann das sein? Nee. Da waren 6, 7 Sachen drin. Ein Two-Handed Hammer. And a red petal. Was, ein Petal? Could turn into dye. Farbstoff. Farbstoff, ja, genau. Ihr macht das schon da unten. So, noch mehr. Wollen wir es probieren? Ja, so geht das. Wir müssen zu dritt jagen. Das ist auf jeden Fall effektiver. Wir brauchen massig Holz. Also diese Folge wird eine kleine Farmfolge. Ja, wenn ich in anderen Spielen wie Seven Days to Die zum Beispiel mit Cocaine gezockt habe, habe ich ja immer so kleine Themen angeschnitten oder sowas, über die man sich unterhalten kann, gerade wenn man so eine kleine Farmfolge macht. Jetzt zu fragen, wie euch das Spiel gefällt, ist ja mal obsolet. Absolut, ja. Ja. Oh, guck mal her. Das ist jetzt Risiko. Warte, nein. Okay. Was ist das? Was ist das? Ich will's sehen. Was passiert? Erklärt. Ah, das war nur Health. Was? Erklärt, das war... Der mit Full Life. Ja, okay. Aber das konntest du ja vorher nicht wissen. Ja, das sind so Überraschungskisten sozusagen. Da kann auch sein, dass du instant stirbst oder dass du höher springen kannst für eine gewisse Zeit oder sowas. Ich habe schon Glow abbekommen. Das heißt, ich habe einfach geleuchtet. Für ein paar Sekunden. Ey, sag mal, wollte man nicht hier, also wenigstens nicht, guck doch mal, hier ist doch so viel... Ja, nehmen wir doch mit. Copper. Ja, macht ihr mal da. Kohle ist wichtig für Fackeln, oder? Mhm. Alleine dauert's lang. Vor allem mit deiner Frisur da. Das ist meine tolle. Ey, kenn dir mal die Haare, Mann. Ja, aber du mit deiner Pomadenfrisur. Ja, es ist ja wohl eine Frisur. Ja, aber ich bin Kumpel von der Ente und deswegen hat die gesagt, ich muss machen. Sehe so ähnlich aus wie ich, hab ich. Die Ente hat auch keine Frisur, die Ente, genau. Die Ente ist der neue Vogel. So, stimmt. Bibo. Aber Bibo ist gelb, glaube ich. Darf ich jetzt auch lachen? Ja. Ja, darfst du. Auch wenn es um dich geht. Alter, der fällt durch den Baum. Nee, doch nicht.
Das Flatulenzmonster. Ich finde der nicht gut. Meinst du, hat was dagegen, dass wir auf ihm rumkloppen? Oh, ich hab die Ho. Guck mal, hier unten ist Eisen. Könnte man hier das Wasser rauslassen? Perfekt. Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Das ist übrigens das Quest, gell? Ich sollte mal ein Eisen einschmelzen, damit ich in der Questreihe weiterkomme. Ah, stimmt, ich auch. Habt ihr beide noch nicht gemacht? Nein. Nee, noch nicht. Ich hab Iron Ore, hab ich ordentlich. Dann mal, kannst du mal bitte ansagen, dass der Baum fällt? Ja, Entschuldigung, Baum fällt. Ich finde es auch so herrlich, wenn so ein Baum kippt. Habt ihr mal drauf geachtet, wie die Blätter so ein bisschen runterrieseln? Mhm. Guck mal, da unten ist noch so eine kleine Kapsel, wo ein paar Pixel drin sind. In der Höhle? Ja, Check hat schon genommen. Klar, Ninja-Looter. Jetzt habe ich die Musik wieder gedämmt. Ach genau, was wir noch rausgefunden haben. Ja. Die Erde ist rund. Ne, die Planeten sind rund. Das heißt, du läufst nach links los und irgendwann kommst du von rechts an deinem Haus wieder an. Also Galileo ist dafür ins Zuchthaus gekommen. Erde ist rund. Von wegen. Dachtet man nicht so laut, mein Freund. Was hab ja, ich nee, gelacht? Stimmt. Ich glaube aber auch, das liegt an der Größe des Planetens, wie man es, also wie man ihn aus dem Weltall sieht, wie groß denn tatsächlich die Welt ist. Das kann sein, ja. Bin ja übrigens noch nie geflogen, gell, hier in dem Spiel. Also mit dem Tomaten. Ja, Tomaten, ich habe Tomaten aufgesammelt. Cool. Geile Scheiße. Aber unser Garten kann sich schon sehen lassen, ey. Der ist schon. Ja, das ist gut gemacht. Du Idiot! Halt dich nicht. Ja. Sagte er und er schlug zu. Also, die Monster muss ich, manchmal muss ich ja echt über die Monster lachen. Ich wollte gerade drüber lachen. Der fackelt mich an. Angeflammt. Ich habe einen Bogen gespannt. Oh nein. Boah, der kackt aus hier. Ich hab'n. Oh. Was sind das denn für Augenbäume da? Das ist schon widerlich so ein bisschen. Oh, man kann. Siehst du hier diese Augen auf dem Boden? Ja. Die ziehen sich zusammen, gell? Hier, das hier? Nee, was? Das ist vor mir jetzt. Ja, das Auge sehe ich. Nein. Kann ich einsammeln. Na, das sind Samen, die können wir bei uns im Garten anpflanzen. Ich will keine Augen anpflanzen, das ist so widerlich. Ja, die graben wir ganz tief unten. Wenn diese Kapsel, jetzt gehe ich mal ran, ich werde wahrscheinlich sterben, oder? Wo, was? Wann? Gehen dann die Kapsel, wenn ich jetzt rangehe, drücke ich mal E. Also, ja, probier mal. Dump-Boost, jetzt kannst du ganz hoch. Ich habe den auch noch abgefarmt. Ach so, dann können wir alle drei ran. Gut zu wissen. Augen, auch noch nicht gesehen. Wow. Wird übrigens langsam dunkel, ob wir nicht mal wieder zurück sollten. Hm. Tatsächlich. Sollten wir tun. Wären für sich keine schlechte Idee, glaube ich. Nehmen wir hier gerade noch die zwei Bäume mit. Ja, diese Dinger mit. Nennen wir es mal Bäume. Die Flatulenzler Gigantos ist dein. Wieso konntest du an die vorbeilaufen und ich muss die schlachten hier? Na, komm, nicht. Lass uns rüberlaufen. Komm, es ist dunkel. Ich sehe nichts, Mutti. Es ist dunkel. Nein. Das Harvester-Team ist hier noch unterwegs. Die Zuschauer sehen nichts außer das Menü und den lila Planeten im Hintergrund. Wow, da sind ja, Wie geht denn das? Ich bin, ne? Ich bin tot. Ich auch. Aber wenn man jetzt tot ist, sind wir da wieder zurück, oder? Ja, das ist der schnelle Weg nach Hause, ja. Ja, ich hab jetzt dann auch gedacht, ich mach euch mal hinterher. Wie ihr aufwacht in der Unterbuchs. Ja, jetzt hier wieder direkt im Haus gespawnt. Jumpen. Gut, so, ich würde gerne mal das Quest abschließen. Die Metallblöcke, den Iron Ore, die packt man hier unten in die Öfen, wa? Mhm.
Genau, die kommen in die Öffnung. 2 Stück ergeben. Gut, dann mache ich jetzt einfach mal den Copper Ore. Nee, Copper Ore ist ja Quatsch, wir brauchen Iron Ore. Hä? Wo habe ich ein? Ich habe Iron Ore hier nicht dabei. Das habe ich, glaube ich. Hä? Wo habe ich ein Iron Ore hin? Ich hatte doch vorhin mehrere. Hast du nicht vielleicht in der zweiten? Du hast ja doch 2 Inventar. Nee, habe ich nicht. Komisch. Ich habe Copper Ore. Ich hatte so einen ganzen Satz Iron Ore. Habt ihr vielleicht Iron Ore für mich? Hast du die oben in der Leiste vielleicht? Nein, auch nicht. Ich hatte von den Wäldchen, die habe ich meines Erachtens in irgendeine Kiste gepackt. Achso, die habe ich nicht rausgenommen, nee. Nee, ich war auch in keiner Kiste. Nein, habe ich nicht rausgenommen. Kann ich ein Iron Ore haben? Hast du ein Iron Ore für mich? Leider sind sie jetzt gerade verschmolzen. Hat der Vogel für mich? Ja, habe ich, aber probier einfach mal testhalber einen fertigen Iron Block aufzunehmen. Das funktioniert immer ja, besser auch so. Wo ist der? Hier. Ja, warte. Hier ist der. Emdo! Jawohl, Quest complete. Good job. You need to whole bunch of iron bars to craft an anvil. Anvil? First contact. Your chip's engine isn't yet strong enough to take you beyond the Alpha Sector. Craft a distress beacon and maybe you'll be able to make contact with a larger chip. Also so eine Satellitenschüssel oder sowas ist das, wa? Genau, ja. Okay, wie crafte ich die? Die gehe ich hier an den Table und dann, Da brauchst du ein paar mehr Sachen, um die zu craften. Warum? Vielleicht eher ja nicht. Weil? Wo sehe ich die überhaupt? Wo crafte ich die überhaupt? Auch am Crafting Table. Kannst einfach. Ja, verstehe ich, aber ich finde. Bitte? Bei Search einfach den Beacon eingeben, dann findest du es leichter. Distress Beacon. Ach du Güte. Da brauche ich auf jeden Fall mal 350 Pixel. 2 Silberbarren, genau, ja. 30 Copperbarren, damit kann ich dienen. 30 Ironbarren, ups. Und Woodplanks. Gut, Woodplanks kann ich bieten, Dings kann ich auch bieten. Dann schmelze ich auf jeden Fall erstmal meine Copperbar ein. Oh, der braucht ja einen Moment. Also das Schmelzen von jetzt von Kupferbarren braucht schon einen Moment. Mhm. Wo habe ich denn die Iron Ore hin? Bin ich jetzt echt irritiert. Vielleicht hat der neben dir die sozusagen aufgenommen oder so. Warum meldet der den letzten nicht? Immer 2. Ach, 2 immer Ore. 2 geben ein, alles klar. 2 Iron Bar habe ich auf jeden Fall, gut, naja. Wie crafte ich mir eine Kiste? Die wird aus Holz gecraftet. Das hätte ich fast vermutet, da brauche ich auf jeden Fall Woodplanks. Das heißt, ich mache mir jetzt mal Woodplanks. Und zwar ordentlich. Das ich meine, ich dürfte ja... Woodplanks. Ich habe ordentlich. Auf jeden Fall machen wir mal 200 Woodplanks. Craft. Ah, ich habe genau 1000 Woodplanks gerade. Dieses Instant-Craften, klasse. Ich hätte gerne eine Wooden Box. Da, Large Wooden Box. Crafte ich einmal. Jetzt tausche ich mal das normale Holz gegen. Ich habe 579 Woodplanks. Warum? Ach, der macht immer 3, gell? Aus einmal craften macht er 3. Oh, das Monster kommt runter. Wir haben Besuch. Mein Gott, das ist ziemlich nah bei mir. Oh. Das war ziemlich nah bei mir. Hat mich zurück katapultiert. Ach, dieses Feuerviech, das ist echt. Der sieht jetzt der Marienkäfer so süß aus und dann spuckt der Feuer. Also ehrlich. Oh, Trampolin. Ich bin hier wieder bei der Gartenarbeit, weil ich will ja keiner von euch machen. Machst du ja schon, ja? Kann ich denn dir diese Ho haben? Ich will auch ein Bett. Ich crafte jetzt ein Bett. Jetzt haben wir ja Holz, jetzt kann man das alles ja machen. Ich muss E drücken, wenn ich da dran stehe. Und dann gehe ich auf Inventar und crafte mir auf jeden Fall jetzt mal 2 Campfire.
ein Bett. Stuhl brauche ich nicht. Ja, das müsste es gewesen sein. Gut. Dann setze ich mal die Kiste. So. Man kann die aber nicht aus dem Inventar direkt irgendwie planten oder sowas. Also ich kann jetzt nicht das Bett nehmen und dann... Doch, geht. Doch, geht. Ja, ja, geht. Warte mal, dann nehme ich mal den Karren nochmal weg. Doch, geht. Oh, zum Glück habe ich das gerade gelesen. Diese Augen, die wir gerade aufgesammelt haben. Ja. Man auch essen kann. Das steht bei der Info dabei. This iris is the best part. Could be poisonous to anyone but a Floran. Was so viel bedeutet wie... Floraner, also die Rasse Floran, können diese Dinger essen, der Rest wird vergiftet. Du hast du gestern nochmal erklärt, wie man das Bett ausrichtet. Wie man was A ausrichtet? A und D. Achso, ja, alles klar. Genau. Ja. Weißt du mir die Hacke hin? Die Ho, ja, klar, Moment. Da. Ich habe übrigens auch noch Tomaten und so ein Kram. Willst du die gerade mitnehmen? Für den Garten? Na klar. Nein, ich hab sie gegessen. Nee, dann hast du noch Seeds. Du hast noch Seeds in der genau. Ah, Seeds hab ich. Wie Blaze? Kann ich die nicht irgendwie dir hinwerfen? Aber warte mal, ja, weißt du, hier, ich gehe an die Kiste. Und da haben wir Tomaten-Seeds. Haben wir noch andere? Hier die Okularen-Dings da. Das ist für die Bäume. Copper-Ore. Was hab ich noch? Coal-Ore. Dirt-Block. Nee, das ja, aber die können wir ja nicht. Die brauchen wir doch ja nicht. Anpflanzen, oder? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Die Bäume? Ja, diese Augen. Das sind keine Bäume, das sind einfach nur diese Pflanzen, diese Augen. Die Augenpflanzen. Ich finde die übrigens widerlich, also nee, will ich nicht. Das sind auch widerlich. Will ich nicht. So, ich habe auch eine Kiste am Bettende, allerdings andersrum. Fällt mir nicht. So. Und dann... So rum ist die Kiste schöner. So, was wollte ich noch? Was mache ich jetzt eigentlich mit den Okulon? Man, ear is the best part. Also, ich kann sie nicht essen, oder? Nur diese Pflanzenviecher. Genau. Dann packe ich... Wegschmeißen. Ja, die Candy? Ja. Also verschwinden die? Okay. Wie kann ich denn was aus dem Inventar... Weißt du was? Ich packe die einfach Send to Trash. Ja, perfekt. Du kannst sie, wenn du den Inventar aufmachst, nimmst du sie in der Hand und drückst dann Q. Ah, wenn ich sie aufnehme und Q drücke, dann ist es auch fallen. Ah, okay, verstehe. Probiere ich gerade mal mit dem Holz. Ja, alles klar. Sehr gut, danke für den Tipp. Ja, kein Problem. Da werden sich auch die Zuschauer bedanken, wenn sie was lernen bei uns. Wenn sie ja sonst nichts lernen. Gut, ja, die Hütte ist jetzt soweit fertig. Was brauche ich noch? Der hat da oben Eisen, der baut ja alles da oben. Übrigens, in einer der nächsten Folgen müssen wir die Hütte so bauen, dass es Sinn macht. Also ein Schlafraum, ein Kochraum, ein Werkraum. Das, sonst macht das keinen Sinn, wenn jeder für sich hier das Ding aufbaut. Können auch jeder so. Will ich mit dem Vogel hinterher, der macht da nur Dreck. Also, wir machen dann schon mal einen Raum zu zweit. Ja, genau. Mach. Was? Was? Hast du richtig verstanden? Willigkeit, den Einzelgänger. Kein Problem, Mann. Wenn du als den Vogel trollst, musst du dich nicht wundern. Ja, stell dich mal ruhig auf die Seite von dem Federvieh. Ach, mir fallen bestimmt noch mehr Worte ein dafür. Aber das in einer der folgenden Folgen. In den folgenden Folgen, genau, richtig. Da musst du erst mal überlegen. Ich bin auf dem Klo und ich will auf dem Stuhl. Warum kannst du keine normale Tür haben, wie normale Vögel auch? Weil Vögel haben Löcher in der Tür. Und eine Ach, Stange weißt davor. Du, was ich noch hinsetzen wollte? Ich wollte hier noch ein Feuer setzen, damit mir nicht so kalt ist nachts. Und da weißt du was? Da setze ich direkt eins dahin, wo kein Platz ist. Ich wollte es ans Kopfende setzen. Mist. Setze ich es hier entlang das? Ich ruhe mich erstmal aus in meinem kuscheligen Bett.
arbeiten die ganze Zeit. Wer? Ah, wer? Ihr da draußen. Ich ruhe mich nicht aus in meinem Kuscheln im Bett. Ja, du würdest aber gerne. Der kloppt da ein bisschen auf Erde rum. Hier, mach mal den Boden nicht so dünn. Das wird, unser Haus wird vielleicht nicht mehr getragen. Den mache ich mit Stein. Wenn der Vogel getroffen wird, das Geräusch ist... Was? Das war ja heftig. Ich bin gestorben. Von diesem Feuerspucktier. Ja, instant oder was? Nee, das war komisch, aber das ist gut zu wissen. Wieder was gelernt. Und zwar, wenn du von der Anfang, von der Spitze dieses Feuerstrahls getroffen wirst, macht nur ein bisschen Schaden, zieht er so 2-3 Balken ab. Wenn du aber von der mittleren bis Endbereich getroffen wirst, bist du direkt auf einen Schlag tot. Oh, okay. Wow. Da ist irgendwas dazwischen, was uns schützt. Was war denn das? Perfekt. Nee, ist gar nichts. Das war einfach hier der eine Block. Okay. Da hat dagegen gespuckt. Ich hab probiert zu fliegen. Ja, das geglaubt. Das ist echt unglaublich. In welchem Film war das denn? Ich gefliegt. Ja, das ist in einem Land vor unserer Zeit. Ja, ich gefliegt. Stimmt. Du bist geflogen. Nein, ich gefliegt. Nein. Oh nein. Nein. Hilfe. Oh. Wir brauchen auch 350 Pixel. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns nochmal auf die Suche nach Holz begeben. Wobei, wir haben ja eigentlich ordentlich Holz, oder? Ja, ja. Wir haben. Wir müssen echt Monster töten, um an Pixel zu bekommen. Genau, damit die Mission schaffen. Wir müssen in den Untergrund. Und haben wir Monster. Und Eisen. Erze. Und Erze. Hier, hallo? Ja? Was ist mit... Achso, du ziehst eine neue Decke ein, alles klar. Ja, hallo. Aber erstmal meckern, wa? Ja, Entschuldigung. Präventivmaßnahmen. Glück gehabt. Mein Freund. Stell mir mal vor, wenn das... Boah, hast du hier angebaut. Ja. Ja. Jetzt fällt's auf, ne? Weed, da war er gleich dabei. Also. Ja. Direkt die Plantage hochgezogen. Ja. Jetzt werden wir bald geschnappt wegen der Stromrechnung. Aber das geht echt schnell hier. Das aus. Ja. In einem Land vor unserer Zeit. Ja. Lang ist her. Aber ich glaube, du hast gesagt, Jack, gell? Ja. Mhm. Oh, warum dramatische Musik? Ich habe gerade einen Vogel getötet. Aha, Kannibalismus. Wer zum Kannibalen, genau. Hier müssen wir auf jeden Fall noch zumachen. Die Tür ist Quatsch. Die Tür muss unten hin. Und wir müssen das besser aufteilen. Wir brauchen Schlafräume und in der nächsten Folge bauen wir erstmal die Hütte um, würde ich sagen, oder? Ja, freue ich mich drauf. Ja, machen wir. Nächste Folge ist Hütte umbauen, damit das ein bisschen Sinn macht, weil Schlafräume müssen separat, Küchenbereich und ja, kriegen wir hin. Guti, ja, wenn euch das bis dahin gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Teil wieder von Starbound mit dem Vogel und dem Elvis. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Servus.